Sie gehört zu jenen Pflanzen, die sich eindeutig mit der Nase bestimmen lassen, die Minze. Ihre Blätter verströmen einen würzigen Duft, sobald man sie zwischen den Fingern reibt. Auch getrocknet und als Tee aufgegossen, ist sie leicht zu identifizieren. Was so erfrischend riecht, sind ätherische Öle, die unter anderem Menthol enthalten. Die heilende Wirkung von Minze ist seit Jahrtausenden bekannt. Sie wirkt gegen Übelkeit, ist krampflösend und keimhemmend, äußerlich angewandt kühlend und durchblutungsfördernd. Noch vor einigen Jahren spielte Minze im deutschen Arzneimittelanbau eine Rolle. Heute kommt sie vor allem aus Fernost. Zu den kräftigsten Arten zählt die Pfefferminze, Mentha piperita, sowie die Nana-Minze, Mentha spicata. Sie ist auch unter der Bezeichnung marokkanische Minze bekannt. Mentha, so der lateinische Gattungsname, geht auf die griechische Mythologie zurück. Die Nymphe Minte hatte es dem Gott der Unterwelt angetan. Dessen Frau war darüber so erbost, dass sie die arme Minte in 1000 Stücke zerriss. Aus jedem einzelnen wuchs fortan Minze. Mittlerweile gibt es etwa 30 Minzearten. Viele von ihnen gedeihen auch im Topf oder Kübel. Zum Beispiel die starkwüchsige Samtminze. Oder die schwachwüchsige Basilikumminze. Gut winterhart sind die Apfelminze und die Pfefferminze. Dagegen brauchen die Limonen-, Grapefruit- und Bananenminze einen Winterschutz. Minzen neigen dazu, sich miteinander zu kreuzen. So entstehen natürliche Hybride. Sie sind oft steril und lassen sich nur vegetativ, also über Wurzelstücke, vermehren. Dafür besitzen sie häufig ein besonders intensives Aroma, wie zum Beispiel die rotgeränderte Thai-Minze. Meine Favoriten sind die Schokominze. Schmeckt wie After Eight oder Minzschokolade oder marokkanische Minze. Weil das ist so die richtige Kaugummi-Zahnpasta-Minze. Robust und dekorativ sind die Bergminzen. Sie gehören ebenfalls zur Familie der Lippenblütler, sind aber eine eigene Gattung. Wer Minze mag und Schmetterling und Bienen eine Freude machen will, sollte am besten Bergminze pflanzen.